Heute gibt es einen Tag im Leben eines Brawl Stars Spielers. Was sagt ihr zu meinem Outfit? Und ich zahle in Brawl Stars Gems. Ich kann dich auch sonst in Brawl Stars carryen, da bezahle ich sonst immer mit. Ich öffne jetzt die Tür. Ey, hallo, ich bin hier auf Klo gerade. Ey, man geht nicht einfach bei Leuten rein, wenn die auf Toilette sind. Ja, oh mein Gott, Freunde, wir haben gezogen. Schieß, Piper. Schieß. Nein. Das ist das letzte Spiel für Rang 35. Nein. Oh nein. Ey, ich hatte gerade so einen schlimmen Traum. Wir haben einfach Rang 35 nicht geschafft. Warte mal, wie viel Uhr ist es eigentlich? Boah, ich habe 8 Stunden kein Brawl Stars mehr gespielt, weil ich geschlafen habe. Okay, Spike, ich würde sagen, ich nehme dich mit. Leon, ich nehme dich mit. Und wir gehen uns jetzt erstmal anziehen. Und dann zeige ich euch einen Tag im Leben eines Brawl Stars Spielers. Okay, ich würde sagen, wir setzen erst einmal ganz kurz die Danita-Mütze auf. Das ist schon mal das Wichtigste für den Start in den Tag. Und Freunde, schaut euch mal hier einmal ganz kurz bitte meine Brawl Stars Bettwäsche an. Lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal Hashtag Brawl Stars in die Kommentare, wenn ihr die auch haben wollt. Jeder, der jetzt den Kanal abonniert, unter allen von euch verlose ich eine so eine Decke. Abonniert jetzt meinen Kanal. Ich prüfe mal kurz. Leon, du musst prüfen. Und ihr müsst Hashtag Brawl Stars kommentieren und Daumen nach oben geben. Ich steige jetzt aus dem Bett raus und muss mich jetzt erstmal ganz kurz fertig machen. Wo sind meine ganzen Brawl Stars Sachen hin? Das einzige, was ich nur noch hier habe, ist mein Brawl Stars Body Spray mit El Primo drauf. Damit riecht man besonders gut. Dann haben wir hier das Brawl Stars Parfüm, das brauchen wir auch gleich. Oh, und das Wichtigste, wenn ich gleich duschen gehe, brauchen wir das Brawl Stars Shower Gel. Und das Wichtigste überhaupt, die Brawl Stars Cap. Aber jetzt habe ich ja noch gar nichts zum Anziehen. Soll ich mal kurz klatschen, dann habe ich meine ganze Brawl Stars Kleidung hier, damit ich mich vernünftig anziehen kann. Und du bist meine Modeberaterin und berätst mich. Oh ja. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Freunde, ihr seht, wir haben hier unsere ganzen Sachen. Wir haben einmal die coolen Brawl Stars Schuhe, dann haben wir Brawl Stars T-Shirt Nummer 1, Brawl Stars T-Shirt Nummer 2, Brawl Stars Cap. Maybrit, du als Modeberaterin, was soll ich anziehen? Ich bin für das linke T-Shirt. Das da? Ja. Hm, aber dann brauchst du ja auf jeden Fall noch die Schuhe. Das stimmt, die sind krass. Die Cappy. Ja. Aber die Frage ist, warum liegt denn eine Ukulele? Maybrit, Poco, mein unter anderem Lieblingsbrawler, ich zeig ihn nochmal, bleib mal da stehen. Der hat doch eine Ukulele in der Hand, da und auch hier. Und deswegen brauche ich natürlich eine Ukulele. Es ist jetzt 7 Uhr, das heißt, für den nächsten Schritt brauche ich jetzt eigentlich nur noch mein Duschgel, denn ich gehe jetzt duschen und ich habe mir ein richtig cooles Brawl Stars Frühstück gewünscht. Das zeige ich euch gleich. Ich muss jetzt schnell duschen. Ich habe mein Duschgel hier bereit. Freunde, jetzt kommt das Brawl Stars Duschgel nicht zum Einsatz. Damit dusche ich mich jeden Morgen ab. Guck mal. Das riecht wirklich richtig lecker, sage ich euch. Stimmt, das riecht richtig frisch. So Leute, ich bin jetzt aus der Dusche raus. Ihr seht, hier ist schon mal mein Brawl Stars T-Shirt bereit. Hier ist das Outfit, was ich auch noch brauche. Ich habe übrigens als Socken meine Eiersocken angezogen. Und ich habe hier so alten Brawl Stars Merch von Pookie und Marvin an. Da ist tatsächlich El Primo drauf abgebildet. Den wir auch hier dann natürlich passend einmal als Deo benutzen und einmal als so Parfum. Weil ein richtiger Brawl Stars Spieler, der muss natürlich auch gut riechen. Wir haben jetzt zuerst das Body Spray. Das spray ich jetzt auf meinen Körper. So, das haben wir fertig. Als nächstes Boxer Parfum. So. Oh, aber jetzt duftest du einmalig gut. Ja, ich weiß. So, und die letzte Sache fehlt noch. T-Shirt. Okay. Und jetzt habe ich auch noch meine richtig krassen Schuhe am Start. Was sagt ihr zu meinem Outfit? Als Frühstück habe ich mir tatsächlich Spaghetti Bolognese gewünscht, denn Freunde, Danita, der hat tatsächlich bei der mitberühmtesten Brawl Stars Animation so seine Spaghetti Bolognese gegessen und das Ganze muss ich natürlich auch einfach mal nachmachen. Ihr seht, hier habe ich mein Essen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, wir müssen eigentlich auch die Schultasche packen und ja, ich würde sagen, wir hauen einfach mal direkt rein. Bye.
Halle hat Anita aber auch eine Gabe angeboten. Aber Anita hat dankend abgelehnt. Freunde, ich esse jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen weiter. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Okay, Freunde, ich bin jetzt fertig mit Frühstücken. Jetzt habe ich nur meine Hände, sind nur ein bisschen dreckig. Das heißt, ich gehe mal eben kurz Hände waschen und dann müssen wir ganz schnell meine Schultasche packen. Denn wir müssen zum Unterricht. Also, auf geht's. Freunde, die Zeit rennt. Ich habe jetzt hier meinen Brawl Stars Rucksack am Start. Wir haben einmal die Plasternina, das sind so Stifte. Dann haben wir hier einmal unseren richtig coolen Turnbeutel, weil wir haben heute auch Sport in der Schule. Dann haben wir hier unser Malbuch und die wichtigen Sachen, die sind jetzt aber hier. Freunde, ich werde nämlich, wenn wir in der Schule gleich sind, dort auch ein richtig fettes Opening machen. Deswegen nehmen wir hier uns ein paar von den Tüten mit, die machen wir gleich alle auf. Aber ganz wichtig ist ja, Schulsachen, die brauchen wir alle eigentlich gar nicht, nehmen wir nur so obligatorisch mit. Wichtig ist jetzt, wir brauchen Geräte, wo man Brawl Stars drauf spielen kann. Das ist mein iPad, da zocke ich meistens drauf. Dann brauchen wir Ersatzhandy Nummer 1, falls das iPad nicht geht. Ersatzhandy Nummer 2, falls Ersatzhandy Nummer 1 und das iPad nicht geht. Dann habe ich noch ein weiteres Ersatzhandy. Noch ein weiteres Ersatzhandy. Noch ein weiteres Ersatzhandy. Noch ein weiteres Ersatzhandy. Und hier ist noch ein weiteres Handy, Freunde. Und da ist tatsächlich die Hashtag Eierkopf-Handyhülle drauf. Die könnt ihr kaufen auf clashgames.shop. Und ihr seht dann, ihr könnt ihr einfach mal hier so richtig geil mit eurem Namen versehen. Und dann steht hier unten noch, ist Teil von Team Hashtag Eierkopf. Also gönnt euch eine richtig coole Handyhülle. Freunde, Essen packen wir jetzt bewusst noch nicht ein. Wir holen uns natürlich Süßigkeiten, weil wahre Brawl Stars Spieler, die brauchen kein richtiges Essen. Packen jetzt das alles hier ein. Ich hoffe, das passt hier alles gut rein. So, zack, zack, zack. Und jetzt muss ich mich echt beeilen, weil die Schule... Oh, ich habe gerade schon eine Nachricht von einem Klassenkameraden bekommen. Die warten schon alle auf mich, weil die heute ein Opening mit mir machen wollen. So, auf geht's. So, Freunde, ich bin jetzt an der Schule, aber irgendwie haben mich meine Mitschüler verarscht. Die haben gesagt, heute ist normal Unterricht, aber es sind irgendwie Ferien. Freunde, ihr seht das jetzt hier. Ich bin hier auf unserem Pausenhof. Irgendwie, keine Ahnung, die haben gesagt, weil ich so dieser Brawl Stars Nerd bin. Schreibt mal in die Kommentare, sehe ich aus wie ein Brawl Stars Nerd, Maybrit? Ich bin überhaupt nicht. Okay, ich habe jetzt gerade schon überlegt, was wir als nächstes machen. Ich habe zuerst gedacht, dass ich hier mal eine Runde zocken gehe. Ich frage sonst mal einmal kurz Spike, ob der eine Idee hat. Spike, was wollen wir machen? Geh zu Alpa und hol Takis und Prime. Hä? Hast du es gehört? Ja. Der hat gesagt, ich soll Takis und Prime holen. Aber für Maybrit auch? Hat er es auch gesagt? Warte mal, für Maybrit auch? Ja, Maybrit bekommt auch was. Oh, für Maybrit auch. Okay, Maybrit, ich würde sagen, ja, was soll ich jetzt hier in der Schule, wenn man hier eh nichts machen kann? Sollen wir dann zu Alper gehen? Ja, auf jeden okay. Fall. Okay, ich laufe schon mal vor. Mit meinen Schuhen bin ich ein bisschen langsam, Freunde, aber ist egal. Freunde, ich bin jetzt zu Alper gelaufen, weil ein richtiger Brawl Stars Spieler, mit der überhaupt das erste Mal richtig zocken kann, braucht man Süßigkeiten. Ihr wisst es, Takis und Prime. Und ich bin jetzt hier bei Alper. Alper? Ja? Oh, ah, warte, ich hör's. Kannst du laut machen? Ja. Wow, hallo. Wow, wie siehst du denn heute aus? Ich bin Brawl Stars Spieler, weißt du doch. Und ich brauche jetzt Süßigkeiten. Ich habe hier meinen Schulsack drin. Ja. Er hat zu mir gesagt, dass der gute Spike, der hat gesagt, ich soll zu Alper gehen und Süßigkeiten kaufen. Takis und Prime brauche ich. Okay. Was kannst du mir geben? Nichts davon. Das ist doof, aber wir haben doch Takis da vorne. Ja, auf jeden Fall. Du magst ja aber Bluey so gerne, richtig? Hab ich gerade nicht da. Wir nehmen Ninja Teriyaki. Die will ich. Einmal bitte hier in meine Tüte rein. Und ich brauche auch noch was zu trinken, Alper. Hast du Prime? Mist. Kann ich dir was anderes empfehlen? Irgendwas, was Brawl Stars in meinem Herzen zum Schlagen bringt. Kennst du schon meine neue Colaflasche? Nee. Sieht aus wie ein Dynamite, ne? Ach, du meinst wie die Dynamitstangen von Dynamike. Und der wirft da auch welche. Da brauche ich dann aber zwei von. Zwei? Ja, also ich meine, jetzt habe ich ja nur eines. Wie soll ich denn mit einem die Gegner umhauen können? So, das auch einmal hier in meine Tasche. Und ich zahle in Brawl Stars Gems. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Ich kann dich auch sonst in Brawl Stars carryen, da bezahle ich sonst immer mit. Was ist ein Brawl Stars Gem und wo ist mein Geld? Alper, lad dir Brawl Stars runter. Ich helfe dir auf 10.000 Pokale. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Maybrit, wir gehen jetzt nach Hause. Ich muss jetzt zocken. Wir gehen nicht nach Hause. Kevin, den ganzen Tag schon beschäftigst du dich bis jetzt nur mit Brawl Stars. Jetzt machen wir irgendwas ohne Brawl Stars. Wir müssen nee. Ja, okay, Maybrit können wir gern machen. Ich muss aber noch mal ganz kurz aufs Klo und eben noch mal meine Sachen von hinten holen. Ich komme gleich wieder. Eine Ewigkeit später. So, ich warte hier jetzt schon seit sicherlich 10 Minuten auf Kevin und er kommt einfach nicht wieder. Und langsam
mache ich mich jetzt noch die Suche nach ihm, nicht, dass ihm irgendwas passiert ist oder so. Hallöchen, Alper. Hi. Was hast du denn da? Ich guck gerade dieses Battle an von Hyra gegen Equark, dieses 100.000 Pokale. Ah, hat Kevin dich auch angesteckt? Ja, ich voll im Brawl Stars Film. Der spielt nur noch Brawl Stars und macht nichts anderes mehr. Soll ich dir sagen, wo der ist? Ich such den, ja, wo ist er? Wie im Klo, immer noch? Kevin? Ich kann gar nicht, ich bin auf Klo. Geht's dir gut? Ja, ich bin gerade auf Klo noch. Ich komm gleich. Ich öffne jetzt die Tür. Ey, hallo, ich bin hier auf Klo gerade. Ey, man geht nicht einfach bei Leuten rein, wenn die auf Toilette sind. Kevin, was machst du da? Hallo, ich hab dir doch gesagt, was ich heute machen muss. Ja, Brawl Stars spielen. Du warst doch die ganze Zeit schon vorne. Ich hab doch gesagt, ich komme gleich. Ich musste nur noch kurz aufs Klo. Wir bewegen uns jetzt zum Adventure Park und bewegen uns ein wenig. Ich meine, du hast ja nicht mal richtig auf Toilette gesessen. Ich meine, du bist ja vollkommen angezogen. Ja, okay, dann gehen wir in diesen Adventure Park oder wie das heißt. Ich kann es nicht fassen. Wir sind jetzt hier extra zum Bremer Abenteuerland gefahren, ja. Und schaut euch an, was Kevin hier schon wieder macht. Kevin, was machst du? Wir sind doch hierher gekommen, um uns zu bewegen. Hä, du hast gesagt, wir wollen zum Abenteuerland ja, fahren. Ja, aber logischerweise, um uns zu bewegen. Ja, aber wir sind doch jetzt hier. Was willst du denn jetzt noch von mir? Ich will reingehen. Wieso? Naja, Kevin, warum sind wir denn sind doch fast drin. Ich habe mich doch hier hingesetzt. Aber warum du kannst sind doch wir denn dann hierher gefahren? Ja, ich zock doch hier gerade. Ach, Kevin. Warte. Lass mich einmal ganz kurz die Runde holen. Dann begleite ich dich rein und drin setze ich mich dann in so eine Rutsche oder sowas. Nein, du musst doch auch ein Leben ohne Bros. Nein! Ey, Maybrit, jetzt habe ich Pokale verloren. Und Maybrit, weißt du was? Ich habe auch gar keine Gems mehr. Ich habe nur noch 47 Gems. Ich muss mal kannst mich mal zur Tankstelle fahren, dass ich mir neue Gems und eine iTunes-Karte kaufen kann? Meinetwegen. Aber auch nur, ja, weil komm, sie so dann nehme ich, meine Sachen jetzt mit. Wir gehen nächstes Mal ins Abenteuerland. Ich will lieber Brawl Stars heute noch spielen. Du weißt doch, ich muss doch Hyra noch einholen. So, ich wurde jetzt bei der Tankstelle abgesetzt und jetzt werde ich mir meine iTunes-Karte holen. Ich habe von Maybrit insgesamt 20 Euro bekommen, weil mehr Geld war jetzt tatsächlich nicht drin. Wir haben hier, gut, das sind Google Play Karten, aber die Frage ist, wo sind die iTunes Karten? Okay, Freunde, ich habe jetzt endlich die iTunes Karten gefunden. Schaut mal hier, 15 Euro iTunes Karte und ich habe noch was richtig anderes Cooles gefunden, was es bei Alper ja nicht gab. Und zwar, schaut mal hier, die Sache, die braucht ja jeder. Und zwar haben wir hier Prime Ice Pop, aber das kostet hier 9 Euro. Ich glaube, das ist das teuerste Prime, was ich seit langem gesehen habe. Okay, dann verzichte ich lieber. Dann gehe ich jetzt mit meiner iTunes-Karte zur Kasse und muss bezahlen. Freunde, ich bin zurück zu Hause. Ihr seht, ich habe hier schon mal alles perfekt vorbereitet. Denn wenn man richtig Brawl Stars zocken will, dann natürlich auch in einer guten Umgebung. Wir waren schon im Süßigkeitenladen heimlich. Wir waren vom Abenteuerspielland. Alles langweilig. Das hier ist meine Zockerecke. Ich habe mir aber mal gedacht, Freunde, weil ich ja so ein Ehrenmann bin, ich werde jetzt sogar diese 15 Euro iTunes-Karte auf dem Account von meinem kleinen Bruder Max einlösen und hier einfach mal das Opening machen und ihn damit überraschen. Weil ihr wisst es ja, wir Brawl Stars-Spieler, wir halten zusammen. Freunde, hier an der Stelle ist leider die Videoaufnahme von meinem iPad abgebrochen, aber ich habe es geschafft, die iTunes-Karte aufzuladen und habe mich dazu entschlossen, jetzt das Figuren-Opening zu machen. Und wir kommen zu dem Opening, wo ich auf jeden Fall Glück habe, und zwar zu den Brawl Stars-Figuren. Die sind übrigens erhältlich auf bstoys.de/clashgames. Mit meinem Code bekommt ihr nochmal extra 10% Rabatt auf eure Bestellung, falls ihr so etwas auch haben wollt. So, und jetzt machen wir davon einfach mal eine auf. Und ich bin mal gespannt, was wir hier rausziehen. Ich hoffe, ich ziehe irgendeinen krassen Brawler. Oh, wir haben nur rosa. Und ey, Shelly, was ist das denn? Warte mal, ich habe hier noch welche. Oh, oh, nein, nur Silber Frank. Ey, hallo, gönnt ihr jetzt mal? Okay. Ja, oh mein Gott, Freunde, wir haben Leon gezogen. Let's go. Ey, Freunde, in diesem Pack, ihr seht es hier auf der Rückseite nochmal, da kann man tatsächlich richtig coole Brawler und Figuren ziehen. Und die ganzen seltenen sind die, die ihr auf der einen Seite eingeblendet seht. Da gibt es zum Beispiel Gold Leon, Gold Spike oder auch die ganzen anderen legendären Brawler. Die sind nochmal ein bisschen seltener. Und jetzt testen wir hier nochmal zusammen diese krasse Cola. Ich hoffe mal, die schmeckt so wie normale Cola. Ja, ich sag euch ganz ehrlich, die schmeckt eigentlich fast wie normale Cola. Nimmt mal mit. Irgendwann später. Also, wir haben wieder ein Problem. Seitdem wir wieder hier zu Hause angekommen sind, ja, habe ich Kevin nicht einmal wieder gesehen. Ich bin hier die ganze Zeit im Schlafzimmer. Und Kevin, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und deswegen habe ich gedacht, besuchen wir ihn mal wieder. Ey, so ein 31er, jetzt wirst du geklatscht. Kevin, hier bist du ja. Ey, so ein Loser.
Guck mal, der wollte mich klatschen, aber hat's nicht geschafft. Was machst du hier denn schon wieder? Ich mach jetzt hier Rang 35. BAM! Kevin! Ich mach grad Rang 35 Bibi und schau nebenbei den Hyra-Livestream. Hyra spielt nämlich gerade und macht seinen 150.000 Pokale oder 200.000 Pokale-Push. Guck, der hat gerade 870 Zuschauer und ich schaue schon seit 3 Stunden zu, seit wir hier zurückgekommen sind. Und seitdem zocke ich die ganze Zeit nebenbei Brawl Stars, trinke meine Cola, esse meine Takis. Geh mal wieder rüber und mach deine Mädchensachen. Irgendwie Barbie-Puppen spielen oder so. Ich sag euch, ich kann das alles nicht mehr. Es ist so anstrengend, mit einem Brawl Stars-Spieler zusammen zu sein. So, mit den anderen Sachen sind wir auch soweit fertig. Und zum Abschluss spielen meine Freundin und ich jetzt noch eine kleine Runde Brawl Stars. Du darfst dich jetzt gerne hier in meine Ecke setzen. Ich mach dir sogar Platz und dann können wir eine Runde zusammen spielen, weil ich wollte auch gleich schlafen gehen. Ist ja jetzt auch schon, weiß ich, 2 Uhr. Also, es ist schon echt spät. Ja, morgen um 8 Uhr will ich auch weiter zocken. Deswegen, wir machen jetzt hier noch eine Runde zusammen. Sogar Duo Showdown. Und du musst wissen, das mache ich nicht mit jedem. Machst du das nicht mit jedem? Nee. Nur mit den Besten der Besten? Ich mache es nur mit dir heute als Ausnahme. Sonst spiele ich immer nur mit Hyra und mit Equak und mit den anderen Pro-Playern, weißt du? So, und du musst jetzt genau das machen, was ich sage, damit wir die Runde gewinnen, weißt du? Kevin, hilf mir, mein Spiel laggt voll. Maybrit, das Game darf nicht laggen. 6 Cubes ist eine gute Voraussetzung. Komm mal hier zurück, nach unten. Unten. Oh, Kevin, hilf mir, mein Spiel laggt so. Maybrit, wir gewinnen das. Ich glaube. Einer lebt nur noch. Wo ist der Letzte? Da unten. Hier. Oh! Kevin! Los! Bam! Ich wusste gar nicht, dass wir gewonnen haben, wenn mein Spiel so gelaggt hat. Das ist wirklich. Ja, Maybrit, ab jetzt immer nur noch mit einem Brawl Stars Profi zusammen. Auf jeden Fall. Ich gehe aber jetzt schlafen. Mein Spike hat mich gerufen. So. Freunde, es wird jetzt Zeit, schlafen zu gehen. Ich habe mir einen Wecker gestellt auf morgen. 8 Uhr ist jetzt 2 Uhr nachts, 6 Stunden schlafen mit meinen Brawl Stars Figuren. Und ich hoffe, ich träume davon, wieder 100.000 Pokale zu erreichen. Gute Nacht.